So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute im Hintergrund ein Black Ops 3 Gameplay. Ja, ihr wundert euch jetzt sicher, warum Black Ops 3? Ja, ich habe ja nicht meine PS4. Ja, läuft bei mir, Alter. Ja, ich konnte die Beta ja nicht mal zocken. Richtig bitter. Auf jeden Fall. Aber ja, hier ist jetzt mal ein Gameplay von einem Kumpel. Leute, es ist ein 100 plus 114 zu 22, glaube oder so, hat er da gespielt ohne irgendwie richtige Streaks, nur Drohne, Konterdrohne, Orbi hat er glaube dabei, was ich weiß. Ja, und richtig nice auf jeden Fall, richtig geil. Ich habe ihn auch in der Beschreibung verlinkt, Leute, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Er lädt auch ein paar Gameplays immer hoch. Richtig nice. Lasst ein Abo da oder was auch immer. Und genau. Alter, der hat so ein paar lucky Szenen dabei. Hier hat er sich dann wiederbelebt gehabt. Also richtig Glück gehabt immer. Dann fliegt er auch noch runter. Geil, aber das mit dem Wiederbeleben, Leute. Eigentlich ist es ja so easy, wenn man sich wiederbeleben kann. Ich stelle mir das so leicht vor, dass man dann da eine Nuklearschaft. Einfach too easy, würde ich sagen. In Black Ops 2 war es wenigstens noch eine kleine Challenge. Zurzeit geht gar nichts in Black Ops 2, Alter. Ich finde es richtig schwer, eine Nuklear da zu schaffen zurzeit. Nur noch Abfucker. Schlimm, Alter. Also richtig schlimm, Leute, ist wirklich. Aber was soll's, jetzt kommt, ja, was heißt jetzt kommt bald. Im November kommt dann Black Ops 3 raus, haben wir mal was Neues zum Zocken. Auf jeden Fall kommt's ja auf der PS3 raus, zum Glück. Und ja, wird's noch auf PS4 kommen, das wäre ja richtig, ja, Bullshit. Muss ich schon sagen, weil ich will es auf jeden Fall zocken. Also, das Wiederbeleben, Leute, was ist das eigentlich? Er tut sich einfach wiederbeleben. Kann dann einfach weiter zocken. Ohne, so wie als wäre nichts gewesen. Ist schon heftig. Aber das Gameplay, Alter, 100 plus. Ich habe keine Ahnung, was für ein Spielmode der spielt da. Also, keine Ahnung, Alter. Was das darstellen soll. Ich weiß nur, dass das Spiel ewig geht. Es geht über 20 Minuten, Alter, sehe ich gerade. Ich werde jetzt hier keine 20 Minuten labern. Das ist ja unmöglich über das Game. Aber ja, die Waffentarnung von ihm ist auch richtig geil. Hat er sich selber erstellt. Ja, also hoffentlich kommt auf der PS3 das auch raus, dass man sich dann auch selber die Waffen gestalten kann. Sieht richtig geil aus, wenn man es selber machen kann. Auch wieder was Neues, was sie in Black Ops 3 eingeführt haben. Voll geil. Also, ich finde, in dem Spiel gibt es eigentlich nichts Schlechtes. Das mit dem Jumpen. Man dachte am Anfang so, ja, wird wie AW. Aber jetzt. Jetzt ist eigentlich genauso wie Black Ops 2. Man braucht das Jumpen eigentlich kaum. Ja. Und man kann die Gegner einfach so zerfetzen, Alter. Wie in Black Ops 2. Bockt richtig. Ich freue mich so auf das Game, Leute. Kein Scheiß. Aber jetzt geht dann demnächst bald erstmal wieder Schule los. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Ist auch schade, dass der Urlaub vorbei ist, Leute. Schreibt ihm bitte nochmal. Alle. Alle, die die Urlaubsvlogs verpasst haben. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und ob ich öfters solche Vlogs bringen soll. Weil ich habe voll Bock auf Vlogs. Es bockt einfach irgendwie noch mehr als solche Commentaries. Kein Scheiß. Der Kanal soll eigentlich auch kein direkter COD-Channel sein oder so. Ich lade auf dem Kanal einfach das hoch, auf das ich gerade Bock habe. Wenn es Vlogs sind, dann sind es Vlogs. Wenn es, keine Ahnung, Motorradvideos sind, dann lade die Motorradvideos nur hoch. Und wenn ich mal wieder zock, richtig intensiv oder so, dann lade ich halt mal COD hoch, Leute. Und zurzeit zocke ich wieder
auf jeden Fall mehr als sonst. Und ja, nach dem Urlaub kann man auf jeden Fall sich mal wieder gönnen zu zocken. Und ja, die M87 hier, Alter. Die M87, das ist schon anscheinend die beste Waffe bis jetzt. Leute, Leute. Ach ja, und wir sind beim Urlaub stehen geblieben. Genau, Leute, schreibt es in die Kommentare. Lasst auf das Video jetzt hier. Lasst alle ein Like da, wenn euch das die Vlogs gefallen haben. Dann hau ich so viele Vlogs noch raus, Alter. Hab so Bock. Und ja, genau. Der Orbi, ey. Auch wieder Standard. Richtig gechillt. Sorry. Aber bockt richtig das Game anscheinend. Also soll genauso auch wie bei sich, soll sich genauso wie Black Ops 2 anfühlen. Ich denke, jeder von euch hat die Beta gezockt, nur ich wieder nicht. Aber was soll es, man? Ich weiß gar nicht, ob er jetzt hier eine Nuklearmacht oder so. Aber mal schauen. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß es wirklich nicht. Aber es ist ein 100 Plus, das weiß ich. Habe ich mir auch angeschaut, aber hat er da eine Nuklear gemacht? Ja, Leute. Schaut auf dem seinen Channel vorbei. Genau, und noch 5 Abos, Leute. 5 Abos, dann haben wir die 400. Dann haben wir 400 Abos. Leute, dann kommt mein 400 Abo-Special, würde ich sagen. Schreibt in die Kommentare am besten, was ihr sehen wollt. Sonst denke ich mir was aus, was voll gechillt ist. Und genau, da habe ich Bock drauf, auf 400 aus. ja, Leute, also ich würde sagen, das war's dann von dem Commentary heute. Black Ops 3 im Hintergrund, ich würde sagen, ja, das Gameplay war auch auf jeden Fall richtig fresh. Und ja, genau, anderen Teil von dem Gameplay. Wisst ihr was, Leute, den verwende ich einfach in einem nächsten Video, wenn ich wieder über Black Ops 3 labern sollte. Oder, ja, wenn ich irgendeinen Commentary mache. Also schaut da auf jeden Fall wieder rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Und ciao.